Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar, ja, okay. Ich zeige euch den mal. Da ist er, ja. Das ist Uwe. Wir lieben uns ganz doll, ne? Und ja, aber darum geht's gar nicht. Also, wichtiges Thema ist auf jeden Fall, ich suche einen Modedesigner. Ganz, ganz wichtig, wir wollen Klamotten starten. Ich brauche jemanden, der Bock hat, was richtig Todesheftiges zu machen einfach. Ich habe so viele coole Ideen einfach, die wir zusammen verwirklichen können. Also ich und Uwe und du dann halt dementsprechend. Der Connections hat zu Stoffen, die nachhaltig sind, auf jeden Fall ist ganz, ganz wichtig für mich. Der Connections hat, wo man es produzieren lassen kann, was wirklich nachhaltig ist, ja, was zu fairen Bedingungen und solche Sachen. Und der sich auch mit Jeans und so weiter sogar auskennt und der nicht sagt, ah, ist schwierig oder so, sondern er sagt, hey, kriegen wir irgendwie hin. Und wenn du irgendwie Connections hast zu irgendjemandem, den du kennst oder du selbst so einer bist, dann melde dich einfach auf diese E-Mail hier, Patrick, machen wir rohvegan@web.de. Und ja, so, jetzt starten wir aber hier mit dem Video. Ist alles extrem professionell, wie du siehst. Und zwar geht es um das Thema Früchte versus Entsafter. Und da streiten sich halt wirklich immer die Geister, ja. Es ist halt so, dass viele immer sagen, Entsaften ist besser und oder Mixen ist besser, weil dann die ganze Frucht verwendet wird und solche Sachen. Bevor wir da genau zu tief in die Materie reingehen, möchte ich auf jeden Fall, dass Uwe nicht auf seinem Zettel den nass macht mit irgendwas. Und der tropft immer so, wenn er sich freut. Ich weiß nicht, warum er das macht, aber der tropft dann halt immer so. Oh. Wie startet man ins Voice-Over, sonst eskaliert das hier gleich. Bis gleich. Pro Entsaften von Slow Juicern, langsam drehenden Entsaftern. Entlastet und beschleunigt die Verdauung, da keine Ballaststoffe vorhanden sind. Sehr schneller Schub von Nährstoffen und Vitaminkick. Unterstützt auch das Fasten, da die Verdauung nicht beeinträchtigt wird, da keine Ballaststoffe vorhanden sind. Maximal Vitamine und Minerale und sekundäre Pflanzenstoffe auf kleinstem Volumen, da absoluter reiner Zellsaft gepresst wird. Kontraentsafter. Wenn man zu schnell trinkt, dann können durch die beschleunigte Verdauung nicht alle wasserlöslichen Nährstoffe aufgenommen werden. Bei zuckerhaltigen Säften kann es zu einem unkontrollierten Zuckeranstieg kommen. Es gehen Nährstoffe verloren, welche sich im Trester befinden. Bietet kaum Nahrung für die Darmbakterien, welche Ballaststoffe ebenfalls benötigen zum Leben. Pro Mixer. Es wird die ganze Frucht verwendet und es werden keine Nährstoffe ausgeschlossen. Ein kontrollierter Blutzuckerspiegel wird gewährleistet durch wasserlösliche Ballaststoffe. Nicht wasserlösliche Ballaststoffe, das heißt unlösliche Ballaststoffe, helfen das Bewegen von Nährstoffen durch den Darm und stellen Nahrung für die Darmbakterien dar, die den pH-Wert regulieren bzw. senken durch die Entstehung von Butyraten. Es ist schnell zu handhaben und macht länger satt. Kontra-Mixer kann schnell zu Verdauungsproblemen führen, da extrem auf Kombination geachtet werden sollte. Es ist sehr, sehr laut. Durch die hohe Verwirbelung wird sehr viel Sauerstoff hineingewirbelt, welcher viele Nährstoffe oxidieren kann. Doch ist das wirklich so? Das klären wir jetzt mal. Ja, wie ihr seht, es gibt Vor- und Nachteile. Wie kann man das Ganze jetzt verifizieren? Und zwar, es gibt nur eine wissenschaftliche Studie, die das jemals untersucht hat. Und genau diese widmen wir uns jetzt einmal. Und dort wird genauestens erklärt, bei den und den Früchten, ne? Also einmal wurde getestet, dann Apfel, Naschi-Birne, Kaki und Mandarine, die einen alle entsaftet oder halt gemixt. Und wo waren mehr sekundäre Pflanzenstoffe vor allen Dingen mit noch enthalten, die dann auch Radikale puffern konnten und so weiter. Ziemlich spannende Studie. Wir sehen uns gleich wieder. So, und hier sind wir in der Studie und schauen wir uns die organischen Säuren einmal an. Und zwar, das war ja ganz wichtig, haben wir aber jetzt gelernt, ne? Dass das übrigens in Bicarbonate umgewandelt werden kann, die dann Säuren bei uns im Körper binden können, damit basischer Anteil so gesehen. Ne? Das heißt, je mehr man davon hat, ne, desto mehr Vorteile hat man dementsprechend, unter anderem auch, desto mehr basenbindende Substanzen hat man in sich und des Weiteren auch Vitamin C wurde hier gemessen. Wir befassen uns einmal mit der ganzen Frucht hier. Das Fleisch wurde auch noch hier oben nochmal separat gemessen. Das unterscheidet sich aber nicht großartig. Deshalb, ne, wir nehmen immer die ganzen Früchte. Gucken uns da aber die Werte einmal an. Also, hier haben wir entsaftet und hier haben wir gemixt. Also, vorher 112, ja, bei entsaftet dementsprechend Vitamin C. Wenn du es aber mixt, hast du nur 52. Das heißt, die Hälfte der Vitamin C geht dir nochmal verloren, wenn du das
mixt. Ja? So, schauen wir das Ganze mal bei Zitronensäure an. Haben wir 84 gegen 86, 186. Das heißt, wir haben doppelt so viel davon, wenn wir es stattdessen mixen. Jetzt gucken wir die Maleinsäure nochmal an und die ist, naja, ungefähr gleich geblieben. Ja? So. Gucken wir uns mal die Kaki an. Und zwar wieder hier, dieser Bereich. Und wir sehen hier beim Mixen deutlich fast dreimal so viel Vitamin C, als wenn du es entsaften würdest. Wir sehen hier auch doppelt so viel Zitronensäure noch enthalten, wenn du es mixt. Und auch etwas mehr Maleinsäure. Schauen wir uns mal die Nashi-Birne an. Und wir sehen hier beim nicht detected, dann nehmen wir das mal raus. ND heißt not detected, nicht gemessen oder nicht gefunden. Dann sehen wir hier mehr Zitronensäure, etwas mehr und etwas mehr Maleinsäure, beides bei der gemixte Variante. Gucken wir uns die Mandarine einmal an. Und zwar hier haben wir beim Saft mehr Vitamin C und Zitronensäure circa gleich und Maleinsäure etwas mehr, wenn du es mixt. Ziemiger Wirrwarr und so weiter, dies, das. Gucken wir nochmal ein paar andere Parameter an. Hier wurde dann dementsprechend der Polyphenolgehalt gemessen und der Flavonoidgehalt. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die sehr, sehr viele Vorteile für unser Körper bieten können. Dieser ist etwas unübersichtlich. Schauen wir uns mal die Tabelle an, ist einfacher dort zu sehen. Und wir sehen hier beim Saft, schauen wir uns das Ganze mal an, Apfel. Da haben wir, Dann haben wir doppelt so viel Polyphenole, ja, also Phenole, wie wenn es entsaft ist, ja, also wenn du es mixt, ja, und wir sehen auch viel mehr Flavonoide, fast dreimal, mehr als dreimal so viel, ja, wenn du es entsaftest. Vitamin C ebenfalls doppelt so viel, ja, und das ist ebenfalls ein Marker für, ja, oxidativen Stress dementsprechend, beziehungsweise die Kapazität, oxidativen Stress zu puffern, ja. Sehen wir hier auch fast dreimal so viel, wenn es entsaft ist. Ja? Von daher an, Apfelsaft hier deutlich überlegen dem gemixten Apfel. Schauen wir uns das Ganze mal bei Kaki an. Dort ist es ziemlich, ja, also genau genommen andersherum. Ja? Wir sehen hier dreimal so viel Phenole, wenn du es mixt. Ja, fast dreimal so viel Flavonoide, wenn du es mixt. Ja? Fast dreimal so viel Vitamin C, wenn du es mixt, statt entsaftest. Ja? Und auch fast dreimal so viel hier die Kapazität, Radikale zu puffern. Ja? Schauen wir uns das Ganze bei der Nashi-Birne wieder an. Mehr Polyphenole, wenn du es entsaftest. Fast doppelt so viel Flavonoide, wenn du es entsaftest statt mixt. Hier, das nehmen wir wieder raus. Und auch deutlich mehr Kapazität, ne, Radikale zu puffern. Bei Mandarin ist hingegen wieder der Mixer vorne, sehen wir hier. Ja, hier der Mixer vorne. Hier mit fast doppelt so viel wieder Flavonoide, auch der Mixer vorne. Ascorbinsäure, dann ein bisschen hinten sehen wir hier, ja, und auch die Kapazität, Radikale zu puffern, auch hinten gegenüber dem Saft. Ja. So, jetzt finde ich aber eine viel, viel wichtigere Abbildung meiner Meinung nach, das ist die FRP-Methode und DPPH. Was heißt das? Also Ferric Reduction Antioxidant Power, das heißt, inwieweit ein Stoff Elektronen spenden kann, denn Radikale sind Elektronenmangelverbindungen. So, das heißt, wenn ein Stoff Elektronen spendet, dann sättigt er die ganzen Radikale ab, die ja noch vorher unglücklich waren, weil er ein Elektron gefehlt hat. In dem Fall wird gemessen, inwieweit ein Stoff Eisen reduzieren kann, von Eisen 3+ auf Eisen 2+, kennen wir ja von tierisch zu, von pflanzlich und tierisch, ne? Inwieweit das ein Elektron und Eisen spendet kann. Das ist damit gemeint hier so, dieser Test. Und wir sehen hier, dass Apfel und Birne anscheinend besser entsaftet werden kann, um dann besser Elektronen zu spenden, besser Radikale zu puffern. Das sehen wir auch bei der Mandarine dementsprechend, ja, auch der Saft hier besser, ja. Hat man ja schon in diesem Wert hier gesehen, ne? Ja, Juice, ne? Besser. Das spiegelt sich auch hier wieder, ne? Sehr schön zu sehen. Das heißt, entsaftet auch mehr Radikalpufferung anscheinend, ja. Außer bei der Kaki sehen wir hier deutlich, deutlich besser, wenn du es mixt halt, ja. DPPH, es ist ein Radikal, inwieweit dieses Radikal gepuffert wird. Das heißt, 2,2-Diphenylpikrylhydrazil ist es. Das ist fast immer getestet, dieses Radikal. Und wir sehen hier auch Saft überlegen beim Apfelsaft überlegen bei der Birne. Ganz minimal, ja. Und auch Saft überlegen bei der Mandarine, aber nur bei der Kaki halt eben nicht, ja. So. Ja, was sagt uns das Ganze jetzt? Es ist ziemlich
unterschiedlich. Ja? Wenn man jetzt 20, 30 verschiedene, das wird halt, naja, ich denke mal, es wäre ziemliches Wirrwarr und man wüsste nicht ganz genau, wo man rauskommen würde. Ich mache nochmal ein Schlusswort dazu, um diese Ergebnisse hier einmal zu deuten. So, jetzt brauchen wir noch eine Conclusion. Also als allererstes, es ist eindeutig zu sehen, dass wenn wir die W-Variante dann dementsprechend nehmen, das heißt whole, ja, das heißt die ganzen Früchte, ja, dass wir da definitiv eindeutige bessere Ergebnisse erzielen konnten, als wenn wir nur das Fleisch nehmen konnten, bei der Radikalpufferung zum Beispiel. Ja. Von daher, Punkt Nummer 1, achtet darauf, dass ihr die ganze Frucht immer verwendet und natürlich dann dementsprechend auch Bio kauft, ansonsten wird es sehr, sehr hässlich, wenn man die ganze Frucht verwendet, wegen der Schale und so weiter. Auch Bananenschalen, ne? Also ich habe ein Video dazu übrigens, wie krass die Bananenschale ist, was das für ein krasses Superfood einfach ist, ne? Könnt ihr gerne nochmal das anschauen, ja? So, Punkt 2, also es kann schon sein, dass man doppelt so hohe Radikalpufferung hat, wenn man Apfelsaft nimmt statt Apfelsmoothie dann dementsprechend, ja? Und es kann auch schon sein, dass bei der Kaki dies in gemixter Form doppelt so hoch ist als wie im Saft. Das ist natürlich auch schwierig. Was willst du jetzt machen? Willst du dein Leben danach ausrichten, dass diese Frucht dann das besser kann, wenn ich es so verarbeite oder das halt dann, wenn ich es entsafte und das, wenn ich es mixe oder sonst was? Jetzt mal ganz ehrlich, macht das den Braten überhaupt fett? Und ich sage euch nein. Also es ist doch viel wichtiger, dass du Substanzen zu dir nimmst, die radikale puffern und nicht genau, wie man noch ein paar Prozent eben mehr rausholen kann, ja? Was ja meistens auch nicht ganz so krass signifikant sowieso war in den Studien zu sehen, ja. Von daher, glaube ich, solltest du lieber Gedanken machen, also nicht Gedanken machen, wie du das 100% Optimum erreichst, sondern dass du eher vielleicht konstant bei 70-80% fährst, anstatt 2 Monate 100% fährst, ja, und dann halt nur noch 40% oder sowas fährst, ja. Das ist, finde ich, viel wichtiger. Denn das größte Problem ist einfach das, dass du dir Stress machst, um die 100% zu erreichen. Da hast du sowieso keine 100% erreicht, weil du dir halt Stress machst und das wieder Radikale fördert. Verstehst du, was ich meine? Von daher an, mach dir viel, viel weniger Stress und akzeptiere halt einfach auch, wenn du deine Ernährung so gestaltest, zum Beispiel morgen einen grünen Saft, sagen wir mal, ja, dann ein paar wilde Heidelbeeren, dann noch Sprossen und so weiter integrierst, ja, dann bist du schon sehr, sehr weit vorne, ja, und die kritischen Nährstoffe einfach noch alle supplementierst, dann bist du schon ziemlich weit vorne und solltest dir keinen Stress mehr machen können, ja, der dann weiter radikale puffert. Ja. Von daher ist es, glaube ich, alles halb so wild, ja, ob du es jetzt da ein bisschen was verschenkst, weil man mit Saften hat oder eben nicht. Ja. Ja, deshalb, viele verrennen sich einfach nur und dann kommt es halt zu keinem Ergebnis letztendlich. Ja. Beziehungsweise unterm Strich ist es dann doch noch für die Differenz, die du dir hast, die du dann mehr hast, weil du dann weißt, okay, das ist noch besser, wenn ich es entsafte, das ist noch besser, wenn ich mixe. Aber den Stress, den du dadurch machst, ich glaube, der senkt dann wieder dein Radikalverfolgungssystem wieder nach unten und dass du dann sowieso wieder bei deinen 70% landest, bei denen du sowieso ganz geschmeidig im Alltag integrieren könntest, ja, und den fahren kannst, die 70% oder 80%, ja. Von daher an, finde ich, ist der bessere Tipp an euch, ja. Das war jetzt nochmal ganz kurz für mich, also ich finde, glaube, dass Obstsäfte nicht das Optimum sind, weil sie sehr, sehr viel Zucker natürlich enthalten, aber auch die ein bisschen gewissen Maße den Geschmack versauen, ja, weil es ist so viel Süße konzentriert, dass, was soll denn danach noch kommen, was du essen sollst, Gesundes, ja, wenn du Grünzeug oder sowas halt noch essen möchtest, ja, dann wird es sehr, sehr schwierig für dich, ja. Von daher an, glaube ich nicht, dass es das Optimum ist für dich. Des Weiteren glaube ich auch, dass man Dinge sehr, sehr gut entsaften kann, die man sonst nicht essen kann. Ja? Wie zum Beispiel Gräser oder bestimmte Wildkräuter oder sonst was oder größere Konzentrationen von Baumblättern und so weiter, die sehr viel Zellulose und Hemicellulose oder Pektine enthalten. Das kann wirklich sehr, sehr behilflich sein und ich finde, diese Lebensmittel sollten auch vermehrt dementsprechend entsaftet werden. Ja? Und die anderen halt eben lieber gegessen werden, finde ich, ja, weil man sollte ja seinen Magen schon noch füllen können mit den Dingen, die gut für einen sind und das tun Säfte halt eben nicht, ja, von daher braucht man schon die Ballaststoffe daraus, es sei denn, man kommt aus einer Ernährung, wo man sich überhaupt gar nichts sagen lassen will, sehr, sehr viel Fastfood, dann ist meiner Meinung nach ein Saft vielleicht doch besser, weil es in doch konzentrierter Form nochmal ein paar Nährstoffe zur Verfügung stellt, gerade die grünen Varianten, die wir sonst nicht essen könnten mit sehr viel Zellulose, Gräser und solche Sachen, ja. Ja, ich hoffe, dass die Message ist rübergekommen, was ich damit sagen will. Macht euch nicht so einen Kopf. Ja? Wichtig ist, dass ihr es konsumiert. Ja? Ob 70% oder 80%, ich glaube nicht, dass das so den Braten fett macht. Denn der Stress und die Alltagstauglichkeit spielt eine unfassbar große Rolle. Dafür entwickeln wir natürlich auch Mahlzeitenersatzprodukte bald, die natürlich auch auf den Markt kommen werden und euch natürlich viel erleichtern werden können. Gekeimte Müsli, gekeimte Mahlzeitenersatzprodukte, gekeimte Riegel und so weiter in Rohkostqualität, gekeimte Hanf, gekeimte Leinsamen, alles, was ihr wollt.
Dankeschön fürs Zusehen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und sehr, sehr wichtig nochmal, falls ihr einen Designer kennt, ich würde mich so mega happy freuen darüber. Ich glaube schon wieder viel zu viel. Muss los, Bruder. Bis dann.